Mein Spiel Triangula, auch unter dem Namen Triades bekannt, ist leider zurzeit nicht im Handel erhältlich. Deshalb habe ich das Strategiespiel für zwei Personen für den Browser programmiert. Man kann nicht nur gegeneinander spielen, sondern auch gegen den Rechner bzw. Server. Das Ganze funktioniert auch auf den meisten Tablets und Handys und kostet übrigens nichts. Folgen Sie einfach dem Link in der Beschreibung. In diesem Video möchte ich über die Idee des Spiels, die Handhabung der Browserversion und natürlich die einfachen Spielregeln sprechen, die Sie auch am Ende der Seite finden. Also hier, einfach hier aufklappen, dann finden Sie hier die Spielregeln. Triangula ist ein Strategiespiel für zwei Personen. Wie erwähnt, es besteht aus einem roten, 24 schwarzen und 24 weißen Spielsteinen in Form gleichseitiger Dreiecke gleicher Größe. Es gibt zwei Wege, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist ähnlich wie im Boxen. Man kann einmal Punkte machen, um am Ende des Spiels mehr Punkte zu haben als der Gegner. Oder ein K.O. machen, ein Sudden Death. So eine Situation sehen wir beispielsweise hier unten. Spielbeginn. Ein Spieler erhält die weißen und der andere die schwarzen Steine. Der rote Stein wird zu Anfang auf die Mitte des Spieltisches gelegt. Abwechselnd legen die Spieler nun jeweils einen Stein auf den Spieltisch. Weiß beginnt. Die Steine müssen hierbei so angelegt werden, sodass mindestens eine Dreiecksseite die eines anderen bereits gelegten Steines berührt. Also Punktwertung. Ziel ist es, größere gleichseitige Dreiecke zu bilden, wie hier zum Beispiel, indem man mit drei eigenen Steinen die Dreiecken eines gedachten gleichseitigen Dreiecks besetzt. Also so, hier, hier und hier. Ob die so gebildete Dreiecksfläche nicht eigene Spielsteine enthält, also wie jetzt zum Beispiel hier die weißen, den roten Stein oder leere Felder, ist unerheblich. Wenn ein Spieler ein solches Dreieck bildet, erhält er Punkte. Und zwar für die Kantenlänge des Dreiecks. In diesem Fall wären das 3 Punkte für Schwarz. Hier wären es 2 Punkte für Weiß. Man kann auch, wenn man zum Beispiel weiß, diesen Stein hier legt, zwei solche Dreiecke oder drei gleichzeitig bilden und dann erhält man für jedes dieser gebildeten Dreiecke Punkte. Das heißt hier, wie gesagt, 2 Punkte, hier 3 Punkte, hier wären es einmal 2 Punkte für das kleine Dreieck und nochmal 4 Punkte für das große Dreieck, also insgesamt 6. So, hat ein Spieler mehr Punkte erwirtschaftet als der andere, gewinnt er das Spiel. Bei Gleichstand gilt Remis. Es gibt jedoch auch ein vorzeitiges Spielende, ein K.O. oder ein Schachmatt, wenn man so will. Und zwar dann, wenn man die eben beschriebenen Dreiecke nicht mit drei eigenen Steinen, sondern mit zwei eigenen Steinen und dem roten bildet. Also hier in diesem Beispiel hat Weiß direkt gewonnen. Hier vorne in diesem Beispiel schwarz. Das war schon von Seiten der Spielregeln. Okay, nun noch ein paar Worte zur Handhabung des Browserspiels. Es gibt drei Spielmodi, die sehen wir hier. Human versus Machine, Machine versus Human und Human versus Human. Hier, wenn man hier draufklickt, startet man direkt ein neues Spiel. Und das machen wir jetzt mal einfach. Wir gehen zum Beispiel Human versus Human. So, okay. Wenn man einen Zug machen will, das Spiel nummeriert automatisch die möglichen Züge, die man zur Wahl hat. Und die wählt man dann hier über dieses Formular aus. Also angenommen, hier ist es eigentlich wurscht, aber ich wähle jetzt mal Zug 1. Dann sage ich Go. Und dann hat der andere Spieler jetzt 4 Möglichkeiten, die ebenfalls hier durchnummeriert sind.
Also so wird gezogen. Die Anzeige vom Programm, die zählt automatisch die Züge mit. Das heißt, hier sieht man, der Spieler mit den weißen Steinen hat jetzt noch 23, während der Spieler mit den schwarzen Steinen jetzt noch 24 Züge hat. Was am Ende des Spiels nicht ganz unwichtig ist, wenn man das hier einsehen kann. Ja, das Programm zeigt auch direkt die Punkte an, das sehen wir hier. Im Moment hat noch niemand gepunktet, aber das zählt automatisch mit, darüber muss man sich keine Gedanken machen. Der rote Punkt zeigt direkt an, wer gerade dran ist. Tja, und wenn jemand das Spiel gewinnt, wird das auch direkt hier angezeigt. Ja, um gegen den Server zu spielen, dann geht man hier eben, wenn man das mit den weißen Steinen machen möchte, geht man hier auf Human versus Machine. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel hier ziehe, zieht Schwarz direkt die Antwort. Das geht also sehr schnell. Und umgekehrt, wenn ich das andersrum haben möchte, dann gehe ich hier rauf. So, hier hat der Server bereits einen weißen Stein gelegt und ich bin jetzt da mit Schwarz. So, zum Abschluss. Kann man Triangular gegen jemanden spielen, der nicht anwesend ist? Also sozusagen übers Internet. Nicht direkt. Wenn Sie Triangular gegen jemanden spielen wollen, der nicht anwesend ist, läuft dies wie beim guten alten Briefschach. Öffnen Sie beide das Spiel im Modus Mensch versus Mensch. Einigen Sie sich darauf, wer welche Spielsteine hat. Und nennen Sie jeweils Ihren Gegner den Zug, den Sie gemacht haben, damit er den nachspielen kann. Die Nummerierung der möglichen Züge ist nämlich immer für beide gleich. Und so können Sie das dann auch aus der Ferne spielen. Ist ein bisschen umständlich, aber naja, die Programmierung dürfte auch nicht ewig dauern. Okay, dann wünsche ich viel Spaß mit dem Spiel.